Tachido, ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Famarame-Video von mir. Zwar geht es in diesem Video um die neue Zucht in Famarame, die vor ein paar Tagen eingespielt wurde. Es ist auf der Insel, es ist die Papageienzucht. Ja, die muss man allerdings natürlich zuerst überhaupt freischalten. Die findet man wie gewohnt natürlich im Affentempel. Gleich hier ganz vorne haben wir die Papageienzucht. Kostet 20 goldene Bananen, ich befürchte, oder ich weiß jetzt gar nicht, ob man die vorherigen da auch freischalten muss, dass man überhaupt zu der kommt. Auf jeden Fall hole ich mir die jetzt mal für 20 goldene Bananen. Ja, und wenn man dann noch ein paar goldene Bananen übrig hat, dann kann man sich natürlich auch, ob sich das jetzt lohnt oder nicht, dann auch hier noch ein Starterpaket neu zur Papageienzucht holen. Das beinhaltet allerdings nur ganze 10 Superfutter, bisschen Parfüm und normale Papagei und ein großartiges Solo-Gehege. Würde ich nicht unbedingt machen. Oder hier gibt es dann auch noch einen Tropenpapagei. Das ist ein Zuchttier, das ist ein rotes Upgrade. Auch hier freizuschalten, und damit sind wir eigentlich auch schon bei den neuen Papageienstellen, beziehungsweise bei den neuen Zuchttieren, die es ja eben jetzt neu gibt mit der Papageienzucht. Schauen wir uns das vielleicht kurz mal an und auch die Stelle dazu. Wir haben hier mit dem Papageiengehege 1 gelb neu den Smaragdpapagei. Upgrade 2 orange beschert uns ein Purpurpapagei. Upgrade 3 rot. Haben wir, den finde ich besonders schick, eben den Tropenpapagei, den es eben im Affentempel auch gibt. 4 Pink bringt uns dieses Schloss und einen Dichterpapagei. Und zu den Werkstuben, die eben die Papageien federn, das Erzeugnis produzieren, da hätten wir neu bei Upgrade 1 gelb den Azurpapagei. 2 Orange, den finde ich auch ziemlich schick, den Schmuckpapagei. 3 Rot, auch wenn er ziemlich pink wirkt, der Feierpapagei und das höchste Zuchttier vom Papagei. Das ist dieser hier. Wow. Der Name ist nicht so wow, der ist super Papagei. Da war man weniger einfallsreich, aber er sieht auf jeden Fall wirklich ziemlich, ziemlich cool aus. Bringt übrigens natürlich keine Zuchttiere, die Upgrades, sondern einfach in kürzerer Zeit mehr Papageien, mehr normale, beziehungsweise bei den Erzeugnissen eben mehr Erzeugnisse. Also wenn eine normale Werkstube eine Papageienfeder bringt, bringt die 4 Pink eben schon 6 Papageienfedern. Und natürlich das Prestige, das man hat, wenn man sagen kann, ich habe einfach mal 3 Super Papageien rausgehauen, um mir so eine Papageienfeder-Sammelstation 4 Pink zu bauen. Ja, gibt es natürlich die ganzen Tiere auch auf dem Markt hier schon zu handeln, wenn es denn welche gibt. Also Angebote halten sich da noch ein bisschen in Grenzen. Irgendwie möchte wahrscheinlich keiner was reinstellen aufgrund des dynamischen Marktes, weil wenn man jetzt was reinstellt, ist es wahrscheinlich relativ billig. Und für so wenig möchte man es wahrscheinlich in der Regel nicht verkaufen. Papageien normale gibt es natürlich, die sind dementsprechend ein bisschen teuer, oder auch die Erzeugnisse natürlich kosten jetzt doch vielleicht ein bisschen mehr als vor der Zucht, aber auch nicht immens viel, wenn man das mit anderen vergleicht. Es kommt dann am 11. September auch die 2 permanenten Quests zu den Erzeugnissen bzw. zu den Zuchttieren. Aktuell allerdings zur Feier der neuen Zucht gibt es natürlich auch wieder ein Event. Ja, man müsste eigentlich sagen, diesmal Events, denn es gibt die Papageien-Tee-Party mit einer Quest und das gewohnte Zucht-Event. Papageien-Chaos, und da werde ich auch mal schauen, wie weit ich da komme. Da heißt es dann eben hier zum einen Tier, nämlich die Zylinder, die gibt es während der Zucht. Und natürlich die Zuchttiere selber, die man eben hier abgeben kann und auch hier ein paar Belohnungen sich holen. Und damit sind wir jetzt endlich auch bei der Zucht selber, denn das ist der Hauptbestandteil dieses Videos. Ich möchte natürlich auch züchten. Ein paar Papageien. Ich habe einiges an Superfutter auf Lager. Ich schmeiße die Buden an. Ich hoffe natürlich wieder auf einigermaßen gute Resultate. Ich habe ein paar Papageien angesammelt und ich bin irrsinnig gespannt, was rauskommt. Und damit würde ich sagen, Runde Nummer 1. Ab geht's mit einem. Ja, da ist immerhin schon mal ein Sprung drin, und zwar zum Azurpapagei. Das hier ist normal der Sprung zu den Smaragdpapageien und eben diese Zylinder für die Event-Quest, beziehungsweise die hier, die Zweiglein, ebenfalls für sein Event. So, was haben wir sonst noch? Das sieht leider nicht so berauschend aus. Wir haben immerhin hier Purpurpapagei bekommen. Hätte ich glatt übersehen, weil diese normal aussehen. Dann haben wir hier noch mehr von den Azur-Papageien und natürlich viele von den Smaragd-Papageien. Noch mehr. Viele normale ebenso zurück. Dann wieder ein Sprung.
zum Purpur-Papagei. Aber der große Sprung bleibt noch aus, aber ich habe hier glücklicherweise einiges an Superfutter und da ist der erste gute Sprung zum Schmuck-Papagei. Ja, ein bisschen höher dürft's gerne noch gehen. Also so rot oder pink könnt's gerne mal auch rausleuchten. Ja, da ist nicht wirklich was dabei. Normal, normal, normal. Da haben wir wieder einen einigermaßen guten Sprung mit am Start. Ja, denn der häuft sich zumindest, der Purpur-Papagei. Und da bin ich jetzt echt gespannt, wie viele von denen hier, von den Smaragd-Papageien, sich nach diesen 132 Zuchtbuden, das ist ja die maximale Anzahl, die man hier befüllen kann, sich jetzt in meinem Inventar befinden. Azur, hurra, hurra. Ja, da könnte ich fast hier noch schnell durchklicken, weil ich glaube, da ist nicht viel mehr zu erwarten. Siehst du? Man muss es richtig provozieren. Ein Tropenpapagei! Und das ist schon ein rotes Upgrade. Und das nenne ich doch mal schon einen ziemlich gelungenen Sprung. Ja. Runde Nummer 1, Fazit. Ein Blick rein verrät uns, ich habe schon bald oder zumindest spätestens nächste Runde mehr Smaragd-Papagei als normale 184 aus 132 Zuchtbuden. Das ist einiges. Hätten gerne aber auch mehr Azur oder mehr Purpur oder weiter und so fort sein können. Aber immerhin bereits ein Tropenpapagei mit dabei. Damit fülle ich die Buden wieder fröhlich auf. Ein bisschen Superfutter habe ich noch. Aus dem Event gibt es auch ein bisschen was zu holen. Und dann geht's gleich weiter mit Runde Nummer 2. Ich hoffe nicht nur auf eine gute, sondern auf eine super Papageienrunde. Ja, starten wir besser rein mit dieser Runde Nummer 2. Und wie man sieht, wir sind die normalen Papageien auch schon ein bisschen ausgegangen. Deswegen sind jetzt auch teilweise schon eben hier Mix mit Smaragd-Papageien hier am Start. Aber wir sehen hier, was uns das beschert. Immerhin beschert uns das hier mal einen guten Sprung zu einem Schmuckpapagei. Und ansonsten auch hier, wenngleich das ist eben aus den nicht normalen, sondern aus den Azurpapageien gezüchtet. Deswegen ist das ein normaler Sprung hier zu den Purpurpapagei. Dann haben wir hier leider nicht wirklich einen Sprung. Da haben wir nochmal einen Schmuckpapagei. Den dürfte ich jetzt viermal haben. Nee, fünfmal. Okay. Azur, Azur, Smaragd, Smaragd, normal, normal. Das geht in diese Tonart weiter. Hier auch. Wo bleibt denn der Super-Papagei? Noch versteckt er sich anscheinend hier ziemlich gut. Ein weiterer Schmuck-Papagei. Ich habe auch schon einiges ins Event reingeschmissen. Da wird wirklich ziemlich viel, muss man übrigens sagen, gefordert beim Event an Gegenwert von Papageien. Beziehungsweise muss eigentlich auch relativ viel züchten, dass man überhaupt die Zylinder kriegt für die Abgabemengen hier. Nicht ohne. Ein weiterer Schmuck-Papagei. Und ansonsten habe ich bestimmt jetzt mehr Smaragd-Papageien als normale Papagei. Da bin ich mir relativ sicher, wenn ich mir das ansehe. Wenngleich das immer wieder cool ist, wenn man 4 Papageien normale züchtet und 6 zurückkriegt. Da freut man sich natürlich dann schon auch drüber, weil das ist ein schöner Gewinn immerhin. Wenngleich ein hoher Sprung auch ein schöner Gewinn wäre. Aber das bleibt mir eigentlich, wie es scheint, extremst verwehrt, diese Runde. Denn da bin ich tatsächlich meilenweit entfernt. Ach du meine Güte. Also ich habe entweder irgendwas übersehen oder es war wirklich eine grottenschlechte Runde. Ja, es war doch eher eine schlechte Runde. Ich habe wirklich viele Schmuckpapageien gekriegt, nur ging es darüber leider nie hinaus. Und das bei 132 Zuchtbuden, das ist ein bisschen enttäuschend. Jetzt werde ich hier ins Event mal wieder was reinklatschen. Schauen, ob ich noch irgendwo ein bisschen Superfutter zusammenkriege, weil es geht so schnell. Das Geldbörse leert sich so schnell, wenn man vom Rama spielt. Ich habe schon wieder nur noch 107 Superfutter. Und dann fülle ich die Bude auf für zumindest eine Runde 3 und hoffentlich auch noch eine Runde 4. Runde Nummer 3. Superfutter neigt sich zu Ende. Ein bisschen was hebe ich mir noch auf für eine hoffentlich spektakuläre letzte Runde. Jetzt allerdings das hier. Man sieht nicht nur mit normalen, sondern auch mit ein paar anderen schon allerdings risikofrei. Also zumindest der nächste Sprung soll drin sein. Etwas risikoreicher wird es wieder in der letzten. Aber jetzt starten wir rein mit einem. Kein Sprung. Azur-Papageien.
und Smaragdpapageien. Hier ist ein Sprung zum Schmuckpapagei. Und da ist nichts dabei. Nichts Berauschendes, nichts Berauschendes. Azur, Smaragd. Dann hier Schmuck. Das ist allerdings normal, dass man die aus den vier Purpurpapageien bekommt. Aber was haben wir hier? Ach ja, jetzt habe ich mich schon einen Moment gefreut. Aber ein Tropenpapagei ist auch normal, nachdem man vier Schmuckpapageien in die Zucht schmeißt. Dann, nee, nee, nee. Der große Sprung. Vielleicht hebt sich das ja bis in die letzte Runde auf. Hätte ich auch nichts dagegen. Vielleicht wird die hier nochmal richtig spektakulär, denn auch Runde 3 lässt ja so ein bisschen zu wünschen übrig. Schauen wir kurz mal rein. Ja. Da war leider auch nicht wirklich mit was dabei. Ich habe zwar jetzt einen zweiten Tropenpapageien, dafür allerdings eben wieder vier von den Schmuckpapageien opfern müssen. 37 Superfutter. Ich werde da jetzt einfach mal ein bisschen was zusammenmixen. Etwas, was man vielleicht nicht unbedingt tun sollte, weil es doch eher mit Risiko verbunden ist. Aber es ist am Ende des Tages nur ein Spiel. Just for fun. Runde 4. Los geht's. Und das hoffentlich richtig gut. Denn ich habe wirklich alles reingehauen, was ich dann so an Papagei noch gefunden habe. Abgesehen von den normalen natürlich und von den Smaragd. Und damit meine ich wirklich alles. Wie man hier sieht. Purer Wahnsinn. Höchstwahrscheinlich pure Moves-Penny-Verschwendung. Ebenso bis hin zu den Schmuck und bis hin zu den, meinen beiden Tropenpapageien. Kann gut sein, dass es jetzt völlig in die Hose geht, aber was soll's. Und ich mache das jetzt hier mal mehr oder weniger einzeln. Okay. Wir haben einmal einen Schmuckpapagei und ja, das erwähnen wir besser nicht. Die nächsten. Ja, wieder ein Schmuckpapagei. Einer aus drei ist leider nicht so gut. Zwei aus drei wäre doch etwas gewinnbringender. Wieder einer aus drei. Och, das macht mir schon Sorgen, was meine Tropenpapagei betrifft, wenn ich da nur zwei habe. So, dann. Ja, okay, leider nicht. Wir gehen eine Stufe höher zu den Schmuckpapageien. Bekomme ich wenigstens ein paar Tropenpapageien, die ich wahrscheinlich hier unten verschleudert habe, zurück? Ja oder nein? Nein, 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 nein. Ja, einmal, okay. Einen habe ich. Einen habe ich schon zurück. Das ist bis jetzt ein grober Verlust. So gut muss man, glaube ich, nicht sein. Eieiei. Eieiei. Da waren es noch zwei. Ich will nicht hin sein. Aber was bleibt mir anders übrig? Ich hab's befürchtet. Ich hoffe, euch ist das eine Lehre und ihr macht das nicht unbedingt nach, denn das ging leider ja doch kläglich in die Hose. Kurzer Blick: aus 8, glaube ich, wurde 3, aus 2 wurde einer. Und das habe ich jetzt nicht im Überblick, aber diese letzte Runde ist doch leider zum Vergessen. Event kann ich immerhin abschließen. Das dürfte sich ausgehen. Aber von den Zylindern zumindest und ich glaube auch hier. Von den Papagei-Zuchttieren dürfte das drin sein. Jupp, nee. So viel wollen wir auch nicht verschleudern hier. Also auch das ist drinnen. Und damit habe ich auch, wie man hier sieht, coole neue Stelle, unglaublich viele Moospenny. Nicht Moospenny, EP natürlich für Bahamarama, beziehungsweise natürlich auch die Wolkenlinie, die es hier bei diesem Event zu spielen gab, die auch nicht so schlecht ist. Wenn man gerne Papageien hat, denn die bringt, was bringt sie denn? Wo ist sie denn? Hier ist sie. Einiges an Verkürzungen für Papageien, mehr EP für Papageien und auch einiges an EPs. Ja, das ist levelabhängig, meine ich, aber da kann man, wenn man sieht, schon einiges machen. Das war mein Baby Boom Day. Er war wohl nicht unbedingt der erfolgreichste. Aber das habe ich mir wahrscheinlich ein bisschen zu gewissen Grad dann zum Schluss selber zuzuschreiben. Ich hoffe, bei euch sah es besser aus. Mich würde es natürlich tierisch interessieren, wie gut oder wie super es bei euch aussah. Schreibt es gerne in die Kommentare rein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen von diesem Video. Macht ihr auch ab und zu so verrückte Sachen oder haltet ihr da ohnehin euch von fern? Weil, wie man sieht, ist das eine blöde Idee. Schreibt auch das gerne in die Kommentare. Was war euer bester Sprung? Bin da sehr gespannt. Und damit sage ich danke fürs Zuschauen und gerne bis zum nächsten Video. Ciao.